So. Nordirland, ich will ja nur Deutschland haben als Werner, Matchwinner mit 3 Toren, WTF. Bestimmt Augsburg. Gut. Dann gehen wir mal ins Rückspiel. Und dann kann ich doch noch mal ein paar Leute wieder schonen. Habe ich ja im Hinspiel schon gemacht. So, Tielemans kann dann auch ein bisschen Spielpraxis bei bekommen. Geisi rausnehmen. Mbolo mal rein für Goretzka, dass der auch noch mal ein bisschen was bekommt. Die Gerhard auch mal ein bisschen spielen. Vielleicht Sarah Eihahn mal reinnehmen. Vielleicht für Martin mal ein bisschen spielen. Haben wir denn nur noch 5 Spieler, wo Maja könnte ich eigentlich auch mal schonen, dass wir mal einen. So. Jawohl. Wenn wir auch schon mal wechseln, dann kann ich auch einen Keeper auswechseln. So, dann haben wir einfach mal komplett die ganze Elf getauscht. Gut, nach dem souveränen Spiel. Also nach dem souveränen Hinspiel. Hurra! Mein Platz 8 in meiner Freundesrangliste. Gut. Im Hinspiel konnten sie sich durchsetzen und damit haben sie nun beste Voraussetzungen für ihr Ja, Heimspiel. wie Ja, wenn gesagt, sie das nochmal eigentlich ist abrufen es können, dann durch. dürften sie sich heute durchsetzen. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Sie wollen Und in dann dieser sollten wir auch Partie schon mit locker einem Viertelfinale klassischen des Wettbewerbs. Wir 4-4-2 würden ja zum mal Erfolg kriegen. kommen. Ich hab den Wir nämlich nie sehen gewonnen. eingeblendet die Aufstellung Weil von das Problem war, Bilbao. ich meistens mit FIFA, Die in der Mannschaft Champions spielt League gestartet heute bin, im der zum ersten Mal klassischen gemacht, dass ich in der Europa 4-3-3 League mit gestartet zwei bin, in den Let's Stürmern Playen auf und dem so. Flügel. Obwohl das allgemein meine erste FIFA-Saison als Let's Play. Tielemans! Ganz starke Aktion vom Torhüter. Das gibt einen Eckball. Nicht schlecht. De Marcos. Susaeta. Wie gesagt, heute im Laufe des Tages startet doch mal Need for Speed Let's Play. Mal gucken, wann ich die Klasse beiden hochlade. Seitenwechsel, schöne Aktion. Ich weiß nicht, ob ich die heute noch hochlade oder morgen. Aber. Also, wie gesagt, das ist alles. Ich mache quasi Susaeta. mit einer Aufnahme die nächsten Folgen für die 4 Tage. Ich glaube, das ist jetzt das 4. oder 5. Spiel Und die insgesamt. Flanke hat er. Ganz einfach an den Ball gekommen. Wie gesagt, das ist eine komplett Und hier ist umformierte ein Schuss. Mannschaft. Der geht Und an die Latte Bilbao und mit der zurück ins Feld. Chance. Ibai Gomez. Den kann er Und natürlich Simon ganz locker Jasulli. halten. Da war bei weitem nicht genug Druck hinter diesem Ball. Gerhard. Embolo. Embolo jetzt. 13 Millionen aus Basel gekommen. Das nächste Wiesentalent. Guter Körpereinsatz hier. Er sagt, nichts, kein Elfmeter. Oder zumindest kein Frei oder ein Freistoß oder so. Nichts. Bin ich mir aber nie so sicher. Normalerweise Da fasst kann er er sich jeden den Ball scheiß holen. Keeper. Eihahn holt stimmt. Rita. Richter. Ah, Vitor schade, nicht gut Raspe. gespielt, der Ball. Valenciaga. Es sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst. Er zieht ab! Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei.
Raúl García. Da verlieren sie den Ball. Und Hector. Hey, hey. Tielemans. Er schießt. Ui. Da kommt er dran. Gute Aktion. Er legt ihn drüber. Das wird einen Eckball geben. Nastasic. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Einwurf. Rita. Janik Gerhard. Ah, schade. Na gut, Vito Raspe. Das ist ein Verstand er gut und gibt Freistoß. Hm. De Marcos. Raúl García. Da kommt der Schuss. Der Schuss war keine wirkliche Herausforderung. Geht er rein? Mit dem Fuß kann er es eben nicht so gut, Buschi. Deshalb legt er den Ball ja auch so häufig auf den anderen. Hier sehen wir warum. Wir brauchen nur noch ein Tor zu machen, dann ist das Ding sowieso gegessen. Janik Gerhard. Echeta. Vito Raspe. Valenciaga. Und im Bolo. Ganz simpel zur Ecke. Nicht zur Ecke, zum Anruf geklärt. Raúl García. Eckball. Ecke. Jetzt war dann der Zeit geklärt. War ich doch wieder ein bisschen schneller beim Sprechen als im Spiel. Vito Raspe. Und Choupo-Moting, der im Hinspiel mal drei Stück gemacht hat. Ah. 0-0 zur Pause. Bisher kein Team mit Entscheidung. Kasan auch nur 1-1. Also aktuell sind die Durchgang 2 hat begonnen. Das wäre schon mal eine Überraschung. Vielleicht die Dortmund einige stärker einschätzt als Grün Kasan. Gut, die haben einige wichtige Abgänge gehabt. Marco Reus. Gute Flanke. Ganz souverän hier vom Torhüter. Ja. Freistoß gibt's, aber vielleicht auch eine Verwarnung. Freistoß für uns. Das ist korrekt, es gibt Geld. Die gibt vielleicht nicht jeder, aber geht in Ordnung. Kommen ist mit Gelb. Jetzt will ich gerade mal kurz. Der Was? Der tritt weg. Vito Raspe. Raúl García. Das sieht gar nichts. Ich weiß nicht. Sauber und fair vom Ball getrennt hier. So ein jetzt müssen Sie aufpassen. Und jetzt haben sie den Ball. Janik Gerhard. Di Santo. Den Ball kann er klären. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Choupo-Moting. Was ist denn heute? Was ist denn los? Ballannahme gleich mit 6 Uhr. Gar nichts. Vito Raspe. Ganz im Beeindruck. Valenciaga. Rita. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Jetzt setzt er ihn unter Druck. Normalerweise kann ich da mit Geschwindigkeit durchgehen. Da zieht er ab. Der Choupo-Moting. Ein unfassbares Und wenn Tor. Einer trifft, dann ist es schon perfekt, perfekt, perfekt getroffen. Er nimmt ihn Volley. Ein klasse Tor. Gemacht. Hier nochmal der Treffer aus einer anderen Perspektive.
So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. 66. Minute, 1:0 zumindest mal. Miquel San José. Und dann macht Bilbao da hinten einen Fehler. Entschlossen geklärt. Jetzt können sie gleich den Ball einwerfen. Embolo jetzt. Super durchgesetzt. Breel, Donald, Embolo. Echeta. Und die Situation geklärt. Zumindest erstmal geklärt. Tielemans. Embolo jetzt. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit, zermürbend für den Gegner. Macht er gut hier. Klasse ich aufgepasst. Weiß nicht, was der Schiedsrichter da frei. Jetzt weiß ich nicht frei. Und damit sind sie am Ball. Miquel Rico. Diese Scheiße. Die können doch eigentlich die Ballen strafen. Die könnten einen Tritt einen sogar weg und dann ist hier nichts. Aber klasse Seitenwechsel, machen, schöne einsetzen. Aktion. Dann pfeift der Schiedsrichter gegen einen. Knappe Führung, kurz vor dem Ende. Und gegen wen geht's als nächstes, Buschi? Der kommende Gegner von Schalke 04 heißt Hamburger SV. Und auch wenn das Ergebnis heute passt, das Spiel... Das macht er gut! Das wird einen Eckball geben. Jetzt wollte ich mir nicht noch das 1:1 fangen, zumindest mal. Vielleicht klappt es Scheiße. Jetzt, es gibt eine weitere Ecke. Seite. Gutes Tackling auf außen. So, und jetzt ganz einfach mal versuchen zu kontern im Bodo. Choupo-Moting. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Die Partie neigt sich dem Ende entgegen. 2 Minuten sind es noch. Ibai Gomez. Nachspielzeit wird jetzt angezeigt. Es gibt noch 2 Minuten oben drauf. Yannick Gerhardt. Höberg. Und nun ein Schuss. Tor. Tor! Ganz stark gemacht! Einmal kurz rumgegangen. Yannick Gerhardt war es am Ende. Hört ja Höbeck einfach kurz ein Tor gezogen. Und da hat er es nicht mit Kraft versucht, hier, sondern mit Präzision. Und er profitiert von seiner exzellenten Schusstechnik und setzt den Ball so mit der Innenseite ins Netz. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Das 2:0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Das Spiel ist aus. Es bleibt am Ende beim 2:0. Der Schiedsrichter beendet dieses Spiel und damit haben sie es gepackt. Wir zählen beide Spiele zusammen und stellen fest, verdient. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi. Mit dem Tor hat er natürlich seinen Anteil zum Sieg beigetragen, ist doch klar. Gut. Wie gesagt, auch wegen der ganzen Rotation war das nicht ganz so souverän. Was haben wir denn hier? Ja, doch nur 3:1 im Endeffekt gewonnen, okay. Gut. Und Irland hat das Angebot zurückgezogen. Wie haben wir denn bekommen? 500.000 nochmal für die nächste Runde. Schön, jetzt geht's gegen den HSV. Und ich denke, es wird diese Aufnahmesession die letzte Partie werden. Dann habe ich wieder ein bisschen was vorbereitet. Na, passt das ja auch. Haben wir noch irgendwas? Oh.